Oh, ich hatte vergessen zu speichern, während wir geschlafen haben. Deswegen war er gerade schon halb am Aufstehen. Gut, wie auch immer. Dann habe ich das so gemacht. Da würde ich sagen, wir gehen durch. Brechen das Ding auf. Gucken, ob wir vielleicht sogar noch einen Blutstein finden. Aber wir haben ja jetzt auf jeden Fall das, was wir brauchen. Oh, ist das gerade satisfying. Das ist die letzte Festung. Und die letzte Festung war ja übel angenehm gerade. Bin ich ganz ehrlich. So, Energieschild. Für was auch immer da kommen mag. So, perfekt. Dann bauen wir uns hier das Ding hin. Rambock. So, zack. Halt, nein, 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 nein. Rein damit. Und so. Und aufgebrochen den Lachs. Erstmal hier. Und dann nochmal hier. Und dann nochmal hier schön ins Zentrum. Und nochmal. Sehr gut. Vielen Dank, Rambock. Dann haben wir hier die Glockenfragmente. Und die Kiste ist kaputt gegangen. Gucken, was wir da so Feines haben. Geholte Knochen natürlich. Flammenkern. Geholte Schädel. Knochen. Münzen. Kein einziger Edelstein. Doch, ein Iolit. Nee, der Iolit ist, glaube ich, von der anderen Kiste. Ich glaube, das lag hinten noch mit bei dem anderen Loot. Aber gar nicht weiter wild. Ne? Weil wir haben ja unseren Blutstein. Alles gut. Oh, hier ist noch ein Dingens. Ein geschmolzener Kern. Liegt hier sonst noch irgendwo was? Nee, ne? Nur Grausten. Das kann da schön liegen bleiben. Gut. Ja. Da würde ich sagen, Axt ausgepackt. Und wir machen den Rambock kaputt. So. Feuerball. So, und wieder zurück zu den Äxten. Immer genau, wenn wir Mana haben, das eine. Und wenn wir Ausdauer haben, das andere. Ganz einfach. So geht's am schnellsten. So, Sürtlingskern, Ascheholz. Die Barren nicht. Weil wir dann überladen sind. So sei es. Ja, und ich bin ganz ehrlich. Das muss ich ja jetzt schon irgendwie gerade offiziell machen. Fällt mir gerade auf. Ich, würde sagen, Ashlands. Danke. Fragezeichen für dieses unglaubliche Abenteuer. Und das war auf jeden Fall schon auf jeden Fall mal wallheimig, aber andererseits auch sehr einzigartig. Ne? Muss ich wirklich sagen. Vor allem mit dem Schwierigkeitsgrad und dem ganzen Stress. Aber ich fand auf jeden Fall die neuen Gimmicks, zum Beispiel dieses mit dem Festungserobern, richtig geil. Aber es gibt für uns jetzt keine Gründe mehr, außer natürlich, uns fehlt Ascheholz, uns fehlen diese Pilze, wir müssen den Aspen mit 2 Sternen holen. Ja, dafür müssen wir noch in die Ashlands, aber die Hauptressourcen haben wir alle durch. Wir haben alle Fragmente gefunden, wir haben alle Steine gefunden, die wir brauchen, wir haben alles auf Max gecraftet, also sind wir eigentlich mit den Ashlands soweit durch, oder? Oder fehlt noch was? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube nicht, oder? Warte mal. Hier, dann schmeiße ich das hier weg und nehme das mit. Und da würde ich sagen... Ashlands, auf Nimmerwiedersehen! Nein, auf Nimmerwiedersehen nicht. Wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich baldiger, als ich es will. Aber dass wir hier jetzt die Festungen durch haben, ist gerade sehr satisfying für mich, bin ich ehrlich. So, aber wie auch immer, hindurch! So, dann schleppen wir uns mal rüber. Oder warte mal, ich kann die Barren da schon mal reinschmeißen. Dann sind wir nämlich nicht mehr überladen. So, zack. Sehr gut. Und außerdem würde ich direkt damit loslegen, so wie wir das immer machen, unsere Lampe rauszunehmen. So. Und ja, dann würde ich sagen, sortieren wir mal ein, den ganzen Stuff. Hier haben wir noch ein bisschen Flammenkernerz. Ist hier auch noch Kohle irgendwo? Die liegt bestimmt unten, ne? Gut. Stimmt, Kohle. Da können wir gleich mal kurz in das andere Portal gehen und gucken, ob es da ist. Das Erz kommt hier runter. Und dann sortieren wir mal ein. Holz, Edelholz. So. Edelholz. Ascheholz. Achso. So. Knochen. Nee, hier.
heute. So. Glockenfragmente. Dann Feuer. Feuer. Da ist noch Schwefel. Das ist ebenfalls Feuer. Nein! Warte mal, da kann ich die Knochen hier. Da kann ich den Schwefel noch mitnehmen. Haben wir das auch gleich einsortiert. So. Zack. Dann Gold. Och, nö. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssen schon wieder nach oben bringen. So. Wir haben 6 Eggs gefunden, aber ich glaube, da kommen noch andere dazu. Der Knochen. Grauzwergenauge. Federn. Knochen. Naja, gut. Können wir eigentlich wieder hochbringen. Federn hier. Dann haben wir hier Marmor. 3 Stück. Augen hier unten. Dann Boss Spawn. So. Da habe ich überlegt, können wir theoretisch auch das und das, oder sagen wir die hier, zu Glocken craften, damit hier sich das stackt. Das mache ich mal fix. Weil, also, es sind ja nur 3. So. So. Und Nummer 3. Dann hier hinein. Zack. Und dann haben wir hier ein paar Eggs gefunden. 6 Stück. Ja, wir haben immerhin 17. Wow. Stimmt, es gab auch sehr viele Vorschläge, was man da machen kann. Und die meisten meinten, weißt du was, stell doch einfach die Spawnrate höher. Und weil, ne, mit der Argumentation, die hier sind nicht wie die hier unendlich, sondern die haben ja eine endliche Anzahl. Klar, die Vulkangeier sind sozusagen unendlich, weil die immer nachspawnen, aber die Hauptquelle sind ja diese Nester. Und die spawnen ja nicht nach. Das spawnen ja Eier nicht nach, oder? Ich glaube nicht. Und entsprechend wird deswegen da ein Auge zugedrückt von sehr vielen Spielern und sie sagen, come on, dann, wenn ich auf Suche gehe für die Gaia-Eggs, dann mache ich einfach die Spawnrate höher. Will ich aber nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Irgendwie möchte ich das nicht. Ich will das ganz gerne so spielen, wie die Entwickler das geplant haben. Und dann, ne? Nichts hier mit irgendwie was einstellen, sondern genau so, wie es sein soll. Wo ich ja ein Auge zugedrückt habe, ist mit den Portalen. Dass wir da Erze und so durchtransportieren können. Das habe ich ja aber gemacht, weil wir im Singleplayer sind, ne? Und wir ja enorm, also es wäre ja ein enormer Aufwand. Und so oder so haben wir es ja immer mit dem Umloggen gemacht. Ne? Um Sachen von der einen Map auf die andere zu bekommen, dann durchs Portal, dann wieder zurück und so. Und das umgehe ich ja nur damit. Also ich hätte es ja so oder so in meine Map gekriegt. Wisst ihr, was ich meine? Da drücke ich ein Auge zu. Aber wenn es um Spawn-Sache geht, um Grinden, will ich nicht tricksen. Das ist irgendwie, würde sich nicht richtig anfühlen. Ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Ich glaube ja. So, Trophäen. Dann die Pilze hier rein. Sehr gut, war's das? Jo. Dann gehen wir nochmal nach hier unten. Das und... Ah! Ach, plus die war's. Zapfi ist ja hinten festgeklemmt, ne? Sind die beiden immer noch festgeklemmt? Zapfi ist raus. Nee, doch nicht. Ja, ich habe hier eine Festglitch-Ecke gemacht, ne? Durch die Treppe. Soll ich sie rausglitschen oder soll ich sie da drin lassen? Ihr entscheidet, Zuschauer. Ich weiß schon, wie ihr entscheidet. Nein, lass ihn doch da raus. Das ist doch gemein. Wenn ihr das so sagt, dann mache ich das. Aber wenn er sich entschieden hat, da drin zu bleiben. Hä? Hä? Das war gerade Buggy. Ich habe hier E gedrückt. Habt ihr das gesehen? Aber der hat nicht... Der hat mein Inventar geöffnet. Wenn ich so E drücke, öffnet der das Inventar nicht. Der hat das... Keine Ahnung. Zapfi, Alter. Ach, die Viechers. So, ein Zwambo. Und let's go. So. Und so. Also nicht, dass wir es bräuchten, aber dann haben wir es auf Halde, ne? Ihr kennt mich doch mittlerweile. So. Dann warten, ja, wurde mal. Währenddessen kann ich hier schon mal rausnehmen. So. Da hatte ich ja Feuermäht in Auftrag gegeben, ne?
Und jetzt haben wir viel zu viel, glaube ich. Also sogar zu viel für die Kiste. Aber mal gucken. So sei es. Kriegen wir schon hin. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ah, perfekt. Es passt perfekt. Sehr gut. Ja. Und wir müssen außerdem Magiemet herstellen, ist mir aufgefallen. Aber das können wir auch immer noch machen. Ist jetzt auch kein so akuter Bedarf. So. Und so. Und ich würde mal kurz, bevor wir, ne, also schon klar, wir haben jetzt hier noch einige kleine Sachen zu erledigen. Normalerweise mache ich ja dieses Einsortieren immer am Ende der Aufnahme. Aber wir haben noch einiges zu erledigen. Ich würde mal kurz zu unserer Kohleproduktion, in Anführungsstrichen, gehen. Das war hier, ne? Ach, scheiße, ich komme immer durcheinander. War es 4? War es 2? Ne, es war 2, ne? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ja, ich gehe einfach mal in 2 rein und guck mal nach. Nein, hier war es nicht. Gut, also zurück. Gut, dann gehe ich mal ins nächste. Also, keine Ahnung, es ist sowieso irgendwie voll chaotisch hier, ne, mit diesen Portalen. Das war ja auch nur eine Notlösung, weil die Ashlands so gefährlich waren. Also, das werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwie ändern, ne? Aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. So, was hier? Nö, auch nicht. Hä? Okay. Ja, sorry. Ist es ja aber tatsächlich für euch weniger schlimm, weil ich schneide ja diese Ladesequenzen sowieso raus. Also es ist eigentlich genau genommen nur für mich gerade nervig. So, hier war es doch, oder nicht? Na also, ist immer noch keine Kohle geworden. Moment mal kurz. Lavaflecken. Wie bin ich hier denn reingekommen? Wo ist denn hier der Turm? Hier, ne? Irgendwo so eine kleine Lavapfütze suchen und das da reinwerfen? Wollen wir das mal ausprobieren? Ich guck mal, ob hier irgendwo so eine geeignete Stelle dafür wäre. Ja, hier vorne direkt. Perfekt. Lieber vorher vorbereiten, ne? Große Pastete. Okay, komm, was soll's. Ich höre hier Viechers, keine Ahnung. So. Und dann schleppen wir uns mal hoch. Ah ja, stimmt, wie kriege ich das dann alles wieder rüber, ne? Das ist natürlich ein Problem. Ja, dann muss ich es stückweise machen. So sei es, oder? Hauptsache, wir haben Kohle draus gemacht. Ich versuche, ob das überhaupt... Ich versuche erstmal, ob das überhaupt klappt. Ach ja, ich kann ja nicht springen, scheiße. Ich schmeiß es mal hier hin. Hier runter. So. Sehr gut. So. Und wir sind nicht mehr überladen. Dann rüber. Und da schmeiß ich es mal drauf. So. Hier. Das müsste doch klappen, oder nicht? Hätte ich vielleicht mal vorher testen sollen. Klappt das nicht? Hä? Wie wird das denn zu Kohle? Wenn ich das da reinschmeiße, in diese Flammen da? Ich begreife das nicht so ganz. Könnt ihr mir das erklären? Oder, wisst ihr was? Was heißt hier, könnt ihr mir das erklären? Ich recherchiere das einfach eben. Oder? Also würde ich sagen, bis gleich. Okay, ich hab's geschnallt. Es ist gar nicht so wichtig. Oh, ach so. Ich dachte, ich hatte gar keins im Inventar. Moment. So. Es ist gar nicht so wichtig, dass das Holz im Feuer liegt, sondern... Dass es eine Konstruktion war, die durch Feuer zerstört wird. Zum Beispiel durch eine Feuerwaffe, durch diese Dinger, die runterfliegen oder so. Es muss aber etwas Gebautes sein. Ich kann nicht einfach diese Stacks umwandeln. Ne? Das ist der ganze Trick. Na klar doch. Okay, okay. Ja, das ist doch machbar. Komm.
Halt, das war einer zu viel. So. Muss ich jetzt natürlich erstmal alles wieder safen, aber was soll's. Probieren geht über studieren, ihr wisst es doch. So, weg damit. Und dann das hier auch nochmal. Ich glaube, ich muss zweimal laufen, ne? Ja. Für den 30er muss ich nochmal kommen. Was soll's, komm. Dafür haben wir ja jetzt herausgefunden, wie es geht. Aber das macht natürlich Sinn, stimmt. Immer wenn wir Sachen gebaut haben und die zerstört wurden und die hatten Holz, egal ob Edelholz oder normales Holz, was auch immer, dann sind die Dinger kaputt gegangen. Gut. Das heißt, ich sollte etwas bauen, das möglichst viel Holz hat, verbraucht. Beispiel diese komischen Holzscheite hier, oder? Da dachte ich, das wäre doch das Effizienteste. Noch mehr Holz auf kleinen Platz kann man ja gar nicht haben. Ich probiere es einfach. So. Schön dicht beieinander. Das müsste klappen, oder nicht? Weil das ist ja jetzt eine Konstruktion, in Anführungsstrichen. Und wenn die jetzt durch Feuer zerstört wird, müsste sie zu Kohle umgewandelt werden. So. Problem ist natürlich, dass wir jetzt den 30er nicht wegkriegen. Da könnten wir theoretisch einfach hier sowas machen. Vielleicht ein bisschen bescheuert, aber was soll's. So. Sehr gut. Halt! Bevor ich das tue. Oh. Workbench. Und Portal. Notasche 4. Achso, na klar. Die Workbench brauche ich mal schön hier hinten hin. Ich reiße mal kurz das Portal ab. Sammel die Sachen auf. Reiße das ab. Baue die schön außer Reichweite. Hier so hin. Keine Ahnung. Ich will nicht, dass das aus Versehen auch kaputt geht. Einfügen. Weil das habe ich ja jetzt hier in die Mauer gebaut. Das war nicht so klug. So. Ist alles Holz. Alles Holz. Da ist ein bisschen Asche. Da ist jetzt einmal Kohle entstanden. Ansonsten ist es nur Holz. Warte mal kurz. Ich habe eine Idee. Moment. Ich sammle nochmal alles auf. So. Damit. Und dann mache ich das nochmal. Ich gehe mal kurz gucken, ob die auf Portal und so noch stehen. Ja, tun sie. Gut, dann mache ich hier nochmal diese Holzstöße hin. Und baue das so, oder? Ist das Kohle geworden? Ja! Ah! So geht's. Got it. Okay, okay. Also nochmal. Wir machen uns ordentlich Feuer hier hin und bauen da rein diese Holzscheite. Oh shit, keine Ausdauer mehr. Na komm. Gib mir das Holz nochmal und dann da reingebaut. Da reingebaut. So. Sehr gut. So geht's. Es geht doch deutlich schneller. So. Und jetzt liegt hier nur noch Kohle, ne? Oh, ich dachte schon, das war eine Walküre. So. Gucken, ob hier noch irgendwo Kohle liegt. Da. Ja, alles zu Kohle geworden. Oh. Ah ja, der 30er, na klar. Warte mal. Da baue ich mal kurz. Was hat denn? Was kostet denn möglichst viel Holz? Das kostet alles nur 2 Holz. Hier, die Workbench. So. Shit. Die Flammen gehen gleich aus. Nochmal. Da rein.
Und da rein. Halt. So, und das müsste jetzt auch Kohle sein, ne? Ja, ich hab's geschnallt. Sehr gut. Okay. Sind wir ja gut vorbereitet. Ja, wir sind natürlich überladen. Da muss ich mal kurz die Kohle noch ein letztes Mal wegschmeißen. Und dann haben wir auf jeden Fall unser Sortiment wieder aufgestockt. Und wenn wir Mangel haben, wissen wir jetzt easy going, wie wir es wieder auffüllen. Top. Ja, okay, das ganze Geschleppe ist natürlich anstrengend. Und wir müssen das auch, glaube ich, immer in den Ashlands machen. Das funktioniert nicht im Normalen, oder? Dann könnte ich mir das ja eigentlich sparen, hier immer herzugehen. Unnötig gefährlich. Und dann brennt uns nachher das Ding hier weg oder so. Soll ich das wieder reinbauen? Sicher ist sicher, ne? Ja. Nein! Schnell, bevor hier irgendwas verbrennt. Ah, ne, geht ja gar nicht mehr. Es geht ja nur, wenn es ein Dingens ist. Haben wir ja gerade festgestellt. Wenn es eine Struktur war. Gut, wie auch immer. So. Ah, da ging's. So. Kohle. Dann hier einfügen. Und nicht sie weg hier. So, da sind wir. Und ich überlege auch gerade, wie wir das hier abkürzen könnten. Ich könnte... Ja, ich schmeiß mir hier die Kohle runter. So. Bis wir nicht mehr überladen sind. So, dann gehe ich hier runter. Und sammle die Kohle hier wieder auf. Um sie ausnahmsweise hier in die Erz... in die Barrenkiste zu schmeißen. Dann müssen wir das nämlich nicht so umständlich, ne, diesen weiten Weg gehen. Wenn ich so mache, zack. Passt genau alles rein, sehr gut. So, dann kommen wir hier nach unten. Und sind halt nicht so permanent überladen. Ah, hier. Und hier können wir direkt einen neuen Zwambo anmachen. Baron. So. Passt nicht. Ja, da müssen wir erst die Kohle wieder zurücknehmen. So sei es. Da sind wir erstmal wieder ordentlich am Schwitzen natürlich. So, so. Kohle hier rein. Zack. Ah. Und dann noch ein Zwambo angemacht, wa? Solange wir noch haben, haben wir noch. Und das war dann noch die letzte Fuhre. So. Rein damit. Halt. Erst die Erze. Und dann die Kohle. So. Und hier rein. Zack. Und ja, theoretisch den 20. können wir auch schon mal reinmachen. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Kohle weg. Und dann haben wir hier starke Fermentierung, Fermentierung. Gut, ist noch dabei. Dann gehen wir mal kurz nach oben. Mir ist nämlich eine kleine Sache aufgefallen. Bei unseren Klamotten, die Ersatz sind. Und zwar der roten Robe. Ich sammle mal kurz alles auf. Weil... Da! Was ist das denn? Sehe ich da etwa eine 3? Eine 3? Wie wenn du mit einer Schule nach, mit einer Note nach Hause kommst. Eine 3? Warte mal. Nee. Das Ding heißt Robe. Mit Alter gewobene Robe. Hier. 15 Eider, 30 Leinenzwirn. Ja, das muss noch sein. Sorry, Leute. So geht das nicht. Eider. Davon die Hälfte. Und Leinen. 30. 30 waren es, oder? Waren es 40? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal einen ganzen Puffy-Stack mit. Ich habe es nicht mehr im Kopf. So, 30 waren es. Ja, das hat noch gefehlt. Habe ich völlig übersehen. Zack. So. Sehr gut. Dann kann ich die Stoffe wieder reintun. Und ich bringe mal kurz den ganzen Stuff nach oben. Denn... ich mache... Ah, wohl, ist gerade so dunkel, ne? Ich gehe erstmal pennen. Erstmal nehme ich die Sachen auf. Und ich sollte sie ja eigentlich auch reparieren, jetzt wo ich gerade hier oben bin. Hä? Ein Flammenkernbarren? Ach, wahrscheinlich, weil wir den unten gerade aus Versehen aufgesammelt haben. Okay. Ich packe den mal so rein. So. Und dann gehe ich mal kurz hier hin und repariere das schon mal alles. Das war ja übel, Buggy. Ting, ting, ting. So. Und so.
Sehr gut. Noch ein bisschen verwirrend, dass es ein einer Hammer ist. Was kostet es denn eigentlich, den Hammer aufzuwerten? Komm. Ey. Was laufe ich hier die ganze Zeit mit einem Kackhammer rum? Gib mir Steine und Holz und let's go. So. Und so. Und dann machen wir den mal kurz auf Max, weil das stört mich auch die ganze Zeit. Boah, ist das teuer! Naja, gut, okay, es ist auch mit das erste Item, was man craftet. Wäre schon dreist, wenn das teuer wäre. So, und so, und hör damit. So, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen. Und dann werden wir uns um Crafting kümmern. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Aber zuerst einmal, gute Nacht. Laggedy-lag. Gute Nacht. Thank you.